Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ja, da sind wir mal wieder. Wir haben Neumond. Ich bin ganz gespannt, was sich zeigt. Wir haben den Neumond in den Fischen. Und so ein Neumond ist ja immer so ein versteckter Mond. Und natürlich kann es auch gerade bei Neumondenergien und vor allen Dingen jetzt auch in Kombination mit den Fischen darum gehen, dass vielleicht irgendetwas Emotionales hochkommt, etwas vielleicht auch Neues in Sachen Emotionen anfangen möchte. Und auch die Neumond-Orakel gehen natürlich von Neumond zu Neumond. Und da schauen wir jetzt mal rein, was hier für den einen oder anderen in den nächsten 4 Wochen eine Bedeutung haben könnte. Es ist natürlich eine öffentliche Legung, ja, und kann auch nicht mit jedem resonieren. Vielleicht resoniert auch nur ein ganz kleiner Teil mit dir. Ja, schau da wirklich ehrlich für dich rein. Wir schauen jetzt einfach mal ganz offen, was ich so zeigen möchte. Auf jeden Fall erstmal 2 randalierende Katzen. Ja, das Wort zum Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes. Liebes Universum. Jungs, entspannt euch mal ein bisschen. Wir wohnen hier nicht alleine. Wie die Trampeltiere. Wir schauen jetzt mal rein. Was ist denn hier für eine Grundenergie? Da haben wir schon mal Stabilität. Die hat sich wieder umgedreht. Mit dem Haus. Das ist übrigens mein neues Enchanted Fairy Tale Lenormand. Für alle, die es interessiert, gibt es in meinem Shop. Wird in liebevoller Handarbeit handgefertigt. Ja, hier ist irgendjemand, der sich auf eine neue Reise begibt. Mit dem Kompass gibt es hier auch eine Neuausrichtung. Es geht auf neue Wege. Vielleicht eröffnen sich dir auch plötzlich neue Wege. Ja, wir haben hier mit den Lilien noch die Winterenergie liegen. Ich meine, noch sind wir ja auch im Winter. Und auch das Thema Harmonie, vielleicht sogar auch, ja, erotische Spannung. Wir schauen mal. Das Schicksal. Karma-Belastungen. Das Schicksal. Entscheidungen. Was kriegen wir denn hier noch? Die Eulen. Kommunikation. Vielleicht auch kleiner Kummer. Wir gucken mal. Die zwitschert von den Bäumchen. Und 2 hätte ich gerne noch. Die Fee. Nichts ist, wie es scheint. Und die Schlange. Da kommt mir als erster Impuls direkt rein, dass wir hier irgendwie Konkurrenzimpuls haben. Aber ist halt nicht wirklich ein Konkurrenzimpuls. Ja, hier möchte irgendwas noch geheilt werden, gelöst werden, eine Verstrickung gelöst werden. Wir klären das Ganze natürlich wie immer mit dem Tarot. Ich nehme wieder mein Lieblingstarot momentan. Das ist das Magic Soul Tarot von der lieben Julia Aurelia. Alle Infos natürlich auch zu den Kartendecks in der Infobox. Einfach auf den Titel klicken, dann klappt die sich auf. Ja, du bist hier, man könnte jetzt sagen, am Anfang einer neuen Reise. Eine alte Reise ist beendet. Die Welt steht für den Abschluss, für das Happy End, für die Vollendung. Aber hast hier erstmal noch ein bisschen Angst davor, aus deinem trauten Heim herauszukommen. Ja, ein Abschluss. Das könnte jetzt, und das ist auch unglaublich gut passend mit dem Neumond, nach der Kelche ist die Suche nach neuen Wegen, das Eröffnen neuer Wege und damit auch das Abstandgewinnen einer alten emotionalen Belastung. Und mit dem Magier kann es natürlich schon darauf hindeuten, dass du dir jetzt vorstellen kannst, zum Beispiel in eine neue Beziehung hineinzugehen. Ja, wer jetzt nicht auf die Beziehung schaut, für den kann es zum Beispiel auch einen neuen Job bedeuten. Ja, wo dein Herz vielleicht dranhängt. Ganz gleich wie diese Energie mit dem Haus ist dennoch eine unglaublich gute Energie, weil es zeigt einfach die Basis, das Fundament, auf dem aufgebaut werden kann. Und gerade auch mit der 8 und 8 hier, 8 der Kelche, 8 der Schwerter, verändert sich noch etwas in deinem Gesamtkonstrukt, sowohl mental als auch emotional. Heißt aber, du hast etwas hinter dir gelassen.
Und auch wenn du hier vielleicht noch so ein bisschen befangen bist oder gefangen bist in dir, ist dennoch hier schon dieses Emotionale. Ich bin bereit für neue emotionale Eröffnung von dir und natürlich auch dem Empfangen von neuen emotionalen Möglichkeiten. Und das sagt eben auch der Magier. Du kommst zurück in deine Vorstellungskraft, in dein Wirken, in deine Fähigkeiten, in deinen Mut, in deine Willenskraft. Und weißt auch, dass du das, den Rest, der dich vielleicht noch irgendwo hemmt, auf deiner Reise letztendlich loslösen kannst. Ja, also hier ist alles auf Neuausrichtung, neue Wege, ja, ausgelegt, sagen wir es mal so, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, ausgelegt. Und du bist ready to go, sagen wir es mal so. Was kriegen wir denn hier zum Kompass? Die Prinzessin der Schwerter. Ja, neue Nachrichten, neue Informationen. Dir werden Nachrichten rangebracht. Oder es ist halt einfach eine frische Herangehensweise, auch mental. Guck mal hier, du super gesettelt hier als Münzkönigin. Vernünftig, bodenständig. Und ja, die Münzköniginnen und oder Münzkönigin, Münzkönig, das Königspaar per se ist natürlich grundsätzlich schon sehr, sehr, ja, standortgebunden, sagen wir es mal so. Die bewegen sich jetzt nicht unbedingt schnell vorwärts. Ja, die sind eher traditionell als innovativ. So, jetzt haben wir hier aber irgendwie neue Informationen, wo du sagst oder feststellst so, hier ist eine neue Kommunikation, das eröffnet dir einen neuen Weg, ganz gleich, ob es um die Liebe geht oder um das Berufliche, und da willst du gerne mal hingucken, ja. Frische, neue Kommunikation. Ja, bewegst dich laut und lautlos und leise. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich so diese Energie von den 7 Schwertern hier reinbekommen hatte, wo ich mir dachte so, nee, das passt nicht so ganz in diese sehr ruhige, gesittete Energie der Münzkönigin. Aber ja, du willst hier auf die Pirsch gehen. Ja, für die Singles ist das für mich immer die Karte, wo man sich quasi wieder auf den Markt schmeißt. Und für diejenigen, die auf den Beruf schauen zum Beispiel, ist es halt diese Energie, wo es ja um Bewerbungen schreiben geht oder auch Bewerbungsgespräche führen geht. Weil wie gesagt, hier ist neue Kommunikation, eine frische Herangehensweise und kommt hier möglicherweise auch sehr unverhofft. Ja, weil du bist hier komplett gesettelt, bist in deiner Ruhe, in deiner Kraft und plötzlich verändert sich hier etwas aufgrund von ja, neuen Informationen, wo eben wirklich auch Klärungsbedarf letztendlich dasteht. Ja. Und vor allen Dingen die Prinzessin der Schwerter, das ist ja auch dieses Innovative, dieses Schnelle. Und während die Münzkönigin ja eher dieses, ja, wie gesagt, Traditionelle ist. Ne? Erstmal gucken, ne, verarbeiten und dann, ja, wenn das in deinen Plan passt, dann kannst du dich mal vorwärts bewegen. Hier ist das nicht so. Das ist so Flotti-Karotti. Du wirst aus deiner Ruhe gerissen, sagen wir es mal so. Was kriegen wir denn hier zu den Lilien, liebes Universum? Ein Schlussstrich, ja. Du kommst hier aus deiner Ruhe heraus. Der Prinz der Münzen ist ja im Klassischen der Ritter der Münzen. Ne? Eine sehr gemächliche, ruhige Energie. Der langsamste Ritter im Tarot. Alle anderen Ritter sind wirklich so, die preschen durch. Und da machst du jetzt einen Schlussstrich hinter. Die 10 der Schwerter ist so ein endgültiger Schlussstrich. Jetzt nicht unbedingt deiner Ruhe einen Schlussstrich setzen, sondern es ist, als wenn du irgendwie dein normales Dasein gefühlt so ein bisschen unterbrichst. Weil auch die 10 der Schwerter, das ist so, eine Gelegenheit, Heilung zu finden, Hoffnung zu finden, Belastbarkeit zu finden und vor allen Dingen auch das Ende einer überholten Denkweise. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl drin, als wenn du hier wie so einen radikalen Schlussstrich mit irgendwas ziehst, sondern einfach, dass du anfängst, auch aufgrund dessen hier, frische Herangehensweise, Neudenken, du verlässt ja jetzt nicht deine normale Komfortzone. Ja, du bist ja immer noch dieser sehr geerdete Mensch, wenn es um solche oder generell um dein Leben geht. Aber irgendwas Neues, Frisches sorgt dafür, dass du, ja, hochgeschreckt wirst. Genau, sagen wir es so, hochgeschreckt wirst. Was liegt denn hier noch oben drauf?
Wie gesagt, hier prickelt es möglicherweise auch so ein bisschen. Schwertkönig. Also es könnte durchaus doch noch ein Schlussstrich sein. Oh, wir haben hier einen Perfektionisten liegen, einen sehr harten Mann, jemand, der sehr stur ist. Ich frag mal rein, ist das hier der Schlussstrich einer alten Energie? Ne? Wie gesagt, 8 der Kelche ist ja auch das Losgehen und die 3 der Stäbe, das ist ein Ja. Okay, also wir haben hier doch noch den endgültigen Schlussstrich einer alten Energie liegen. Das kann auch, das muss jetzt nicht unbedingt ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin sein, das kann auch einfach eine Energie von dir sein, ja, dass du vorher sehr perfektionistisch warst, sehr hart warst, auch zu dir, sehr stur warst, vielleicht auch eine starre Denkweise hattest, dass du da sagst, nee, da mache ich jetzt mal Ende im Gelände, weil wie gesagt, Prinz der, also Ritter der Münzen ist natürlich, wie gesagt, auch so seinem Trott nachgehen. Ne? Man hat so seinen normalen Ablauf und wenn der gestört wird, dann ist erstmal, Holland in Not. Aber irgendwie scheint es dich jetzt nicht mehr so ganz zu tangieren, dass du so aus deiner Ruhe gerissen wirst. Ne? Und 3 der Stäbe ist halt auch so diese Weitsicht. Du möchtest dich entfalten, du möchtest mehr als das, was du bisher hier jetzt hast. Deine Basis, dein Haus weiter ausbauen, dein Fundament, auf deinem Fundament aufbauen. Und 3 der Stäbe ist halt auch dieses, ja, neue Perspektiven haben, optimistisch sein, neue Wege gehen, neue Ziele verwirklichen. Und vor allen Dingen auch mit gesundem Menschenverstand und Hingabe vorwärts gehen. Hier ist eine Verbesserungsbewegung drin. Wie gesagt, für den einen kann es sein, dass hier wirklich noch eine Beziehung, egal in welcher Hinsicht diese Beziehung eine Bewandtnis hat, jetzt rausgeht, beziehungsweise eben Charaktereigenschaften von dir einfach, ja, jetzt nicht mehr Beachtung finden, sagen wir es mal so, ja, die sind unwichtig für dich aufgrund dessen, dass du hier neugierig bist, du möchtest gerne etwas mehr über diese Informationen erfahren oder vielleicht auch über diese Person, die mit dieser Kommunikation zu tun hat, mehr erfahren. Wir schauen auf das Schicksal hier. Prinz der Stäbe. Ja, ich sprach gerade von den sehr schnellen Stäben, Prinzen, Rittern. Und da haben wir auch schon einen. Ja, sehr forsch, sehr rebellisch, sehr neugierig, sehr schnell ist der Prinz der Stäbe, also der Ritter der Stäbe. Und mit dem Ass der Münzen haben wir hier den Samen der Zukunft. Ja, etwas, was großes Erfolgspotenzial hat, was Grundlagen schafft für deine Traum- und Wunscherfüllung. Letztendlich geht es ja immer darum, was ist gerade dein Traum, was ist dein Wunsch, was möchtest du gerne erreichen? Und auch so kollektive Legungen können natürlich in beide Richtungen gedeutet werden. Für den einen ist es Wunsch, wirklich jetzt in eine neue Beziehung reinzugehen, ne, weil du offen dafür bist. Du wartest auch nicht, du gehst hier aktiv aus deinem Haus heraus und gehst deinen Weg, ja, gehst in die Kommunikation, in die Gespräche. Und für den anderen ist es eben ein Traum oder ein Wunsch, jetzt ja seinen beruflichen Ambitionen nachzugehen. Ja, und hier ist wirklich beides möglich, sowohl liebestechnisch als auch beruflich. Wir haben jetzt hier keine klare Kante, die darauf hindeutet, es geht jetzt nur um die Liebe oder es geht nur um das Berufliche. Ja, wie gesagt, hier der solide Neuanfang schon gekennzeichnet. Man könnte fast sagen, er liegt hier auf deinem Schicksalsweg. Er ist für dich bestimmt. Was liegt denn hier oben drauf? Die Königin der Kelche. Guck mal, da hätten wir jetzt wieder, ja, es ist halt in beide Richtungen im wahrsten Sinne des Wortes deutbar. Die Kelchkönigin sanft, ruhig. Und jetzt haben wir hier auch wirklich diese perfekte Mischung, ne? Dieses sehr bodenständige und das ist so diese Kombination, die ich immer wirklich liebe, wenn sie rausfällt in Bezug auf eine Person, weil Erde und Wasser liefert nun mal auch, ja, den Grundbaustein für das Anpflanzen. Das heißt, du bist nicht nur sehr geerdet, du bist auch ja von Emotionen wieder durchdrungen. Du bist in deinen Emotionen. Ja, du hast eine hohe emotionale Intelligenz und die hast du ja nicht, weil dein Leben immer Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern weil du halt auch ja negative Erfahrungen gesammelt hast. Das erlaubt dir aber auch in Kombination mit deinen Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ, auch
aufgrund der emotionalen Tiefe mit deiner Intuition zu agieren. Weil wir können nur dann auf unsere Intuition hören, wenn wir sowohl emotional als auch verstandestechnisch geklärt sind. Ja, das sage ich auch immer wieder. Ich kann keine Karten legen, wenn ich gerade im Stress bin, wenn ich den Kopf voll habe, weil ich dann auch keinen Zugang zu meinen Emotionen habe, zum Beispiel. Ja, deswegen lege ich wirklich nur dann Karten und mache natürlich auch dann private Legungen, wenn ich wirklich auch in der Lage dazu bin. Und so ist es auch hier. Du bist jetzt in der Lage, wirklich auch, ja, reife Entscheidungen zu treffen. Oh, Mr. Plüsch kommt näher. Schatzi, möchtest du uns was sagen? Reife Entscheidungen zu treffen und auch andere Entscheidungen zu treffen. Du bist bereit, hier aus deiner Komfortzone herauszukommen. Ja, ein bisschen rebellischer unterwegs zu sein. Abenteuerlustiger, sagen wir es mal so. Ja, du hast so einen Freigeist in dir. Und ja, irgendwie ist auch alles so ein bisschen auf Reise hier ausgelegt. Ne? Drei der Stäbe, Ritter der Stäbe, das ist so Reisen, das ist ja, spontan sein, inspiriert sein und einfach dieses Abenteuer einfach mal machen. Ja, und dich nicht von dir selbst quasi abhalten lassen. Ach, Schnurribert. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier zu den Eulen bekommen. Ich habe die Karten verkehrt herum, sehe ich gerade. Also muss der Kelchkönig auch richtig rum. Leute, das wäre jetzt fast was geworden, ey. Gott sei Dank habe ich das gerade gesehen. Ich dachte so, nee, das passt gerade nicht. Ich habe die Karten verkehrt herum. Aber die ist jetzt verkehrt herumgefallen. Nee. Was ist hier mit meinem Kartendeck los? Habe ich sie jetzt schon wieder verkehrt herum gehabt? Also so rum sind sie richtig. Auch das kommt vor. Also da waren sie auf jeden Fall auch gerade falsch rum. Und da waren sie jetzt auch schon wieder falsch rum. Aber das Ass der Schwerter hat sich richtig rumgedreht. Ich frage mal rein, soll das so sein? Also jetzt habe ich die Karten auf jeden Fall richtig rum. Ja, alles richtig, sagt das Universum. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Die Gerechtigkeit sagt, es ist alles richtig so. Ja, gut, danke dir. Also wir haben den Kelchkönig hier, jemand, der auch in seiner emotionalen Tiefe ist. Und wir haben hier auch eine Durchbruchsenergie, vor allen Dingen auch eine Entscheidung. Jetzt hätte ich aber gerne noch die oberste Klärungskarte. Gerechtigkeit ist ja auch Schicksal, Karma, Belastungen. Die 9 der Kelche. Ich würde sagen, hier kommuniziert jemand schon, dass er oder sie sich sehr wohl mit dir fühlt. Ich sage meistens, wenn Maxi hier reinkommt, ne, unser Gegenüberradar oder sich näher ran bewegt an das Kartenbild, dann kommt ja in der Regel auch immer ein Gegenüber. Und der ist hier glücklich. Die 9 der Kelche, das ist ja Freude, ne, Zufriedenheit, Liebe, gutes Karma und vor allen Dingen auch Wunscherfüllung und Wohlbefinden und auch irgendwo Dankbarkeit, Abschluss, Entspannung. Wie gesagt, Ass der Schwerter ist so ein Aha-Moment. Und weil wir hier die Kommunikation drin liegen haben und auch die Gerechtigkeit, sieht es für mich so aus, als wenn hier eine Entscheidung für diese Verbindung bei dem Gegenüber getroffen wird und das dementsprechend auch kommuniziert wird. Also kann es sein, dass er oder sie hier wirklich auf dich zukommt und dich fragt, möchtest du mit mir in eine feste Verbindung gehen? Ja, sehr spannend. Hier reift jemand. Hier ist auch jemand mit der Gerechtigkeit objektiv. Und das passt natürlich auch mit dem Ass der Schwerter. So, wir haben die Prinzessin der Münzen. Auch wieder ein Anfang. Ne? Prinzessinnen Buben sind ja auch immer die Anfänge. Ein Anfang. 5 der Kelche. Okay. Nichts ist, wie es scheint. Also, dieser Anfang sorgt bei einem von euch beiden oder vielleicht sogar bei beiden nochmal für das
Hochkommen von emotionalen Altlasten. Ja, hier ist ein bisschen Angst drin. Es ist nicht so, wie es scheint. Und weil die Fee ist für mich, wie gesagt, sie wird ja immer in der heutigen Zeit als sehr liebevoll und kleine Tinkerbell dargestellt. Sie kann aber auch sehr biestig sein. Deswegen habe ich dieser Karte die Bedeutung gegeben, nichts ist, wie es scheint. Man muss wirklich raufschauen. So, und da wir jetzt hier die Schlange liegen haben, die Schlange natürlich für eine Komplikation steht, für eine Einengung steht, für etwas, was geheilt werden möchte, die Schlange auch für eine Person steht, für eine alte, weise Frau zum Beispiel, die gute Ratschläge gibt, kann es sein, dass hier die Fee gerade mit dem Anfang, ja, wir haben ja hier mit dem Pagen der Münzen eben die guten Nachrichten drin, dieses gut vorbereitet sein, gut trainiert sein, ne, diese sehr mutige Entdeckerlust drin liegen, diese jugendliche Neugierde. Wie gesagt, kann natürlich auch für den einen oder anderen sein, neue geschäftliche oder finanzielle Möglichkeiten. Auf jeden Fall ein sehr geerdeter Anfang. Eben nochmal die Altlasten hochholen. Wir legen nochmal eine Klärungsenergie hoch. Bei 5 der Kelche, das ist ja so dieses, ja, sich emotionale Traumas anschauen. Ja, die Zweifel liegen hier. Die Fee sagt, verschwendet, und das richte ich jetzt wirklich an euch beide, verschwendet nicht eure Energie in Dinge, die nicht der Realität entsprechen, und setzt euch lieber in das Hier und Jetzt und lebt den Moment, weil das ist ein Rückblick in die Vergangenheit. Das sind die Belastungen, die sich in der Vergangenheit langsam vergrößert haben, und die können sich natürlich auch negativ auf eure Beziehung auswirken. Ja? Und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall genau reinschauen. Ganz gleich, wer das von euch ist, wer da so ein bisschen Muffensausen hat, beziehungsweise anfängt, eventuell irrational, ja, sich zu verhalten. Emotional, mental, ja. Und können natürlich auch, ja, körperliche Symptome mit einhergehen. Ja, dass man sich extrem unwohl fühlt, aufgrund der Tatsache, weil eben die noch Altlasten sind. Wie gesagt, das kann eine Energie sein, die für euch beide steht. Ne? Wir haben ja euch hier, wir haben die Fee, nichts ist, wie es scheint, und die Heilung der Komplikation. Die Heilung der Komplikation. Also egal, wer von euch beiden das ist, ob ihr beide seid, letztendlich wird es geheilt, und so können hier die Gefühle geklärt werden. Ne? 2 der Kelche, das ist Anziehung, Bindung, der Vertrag in der Liebe, der Vertrag natürlich auch im Beruflichen. Also hier wird ein Vertrag aufgesetzt, und es ist einfach auch Dualität und Vereinigung. Es geht um Herzensentscheidungen, es geht um, ja, die harmonischen Beziehungen aller Art. Und das kann hier geheilt werden. Die 6 der Stäbe, ja, Erfolg, Anerkennung, Einklang von den Stärken, von den Schwächen, alles ist in Harmonie, in Balance, und steht natürlich auch eben für gute Nachrichten, für dafür, dass das Potenzial erneuert wird, dass auch die Hoffnung endlich wieder da ist. Wie gesagt, eigentlich ging das hier sehr hoffnungsvoll los. Wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was hat das Gegenüber hier für, ja, Baustellen, die noch abgearbeitet werden müssen. Ja, und ich sag's immer wieder, auch für alle, die neu sind, Beziehungsprobleme lösen sich am besten in Beziehungen. Keiner kann, wenn er Single ist oder wie auch immer, eine Beziehungsthematik lösen, weil nur in der Beziehung eben dann auch die alten Emotionen nochmal hochkommen mit den neuen Emotionen, die entstehen. Ja, was liegt denn hier oben drauf? Die 9 der Stäbe, die Altlasten. Ja, die Notwendigkeit, sich letztendlich auch zu öffnen und auch den Menschen zu vertrauen. Lasst die alten Kämpfe los. Bringt natürlich auch in gewisser Weise zu Ende, was angefangen wurde. Und gebt nicht auf. Ja, hier wird eine Beziehung gefestigt, und damit heißt es natürlich auch, bringt zu Ende, was angefangen wurde, auch wenn das vielleicht so eine kleine Berg- und Talfahrt wird.
Ja, was haben wir auf der Unterseite? Den Eremiten, die Innenschau. Ja, findet den blauen Faden in eurem Leben. Das Wollknäuel ist da so ein Hinweis darauf. Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, es ist gar nicht mehr im Bild hier. Das Wollknäuel ist wirklich auch ein Hinweis darauf. Es wurde viel Arbeit investiert, um dieses Knäuel zusammenzurollen. Und jetzt muss man den Anschluss finden. Und vor allen Dingen mit dem Wollknäuel kann man sich auch entscheiden, was macht man daraus? Wären es Handschuhe? Wird es ein Schal? Wird es eine Kuscheldecke? Ja, also das Wollknäuel ist so der Anfang von dem oder von der Reise. Und natürlich muss man auch Arbeit investieren. Also so ein Kleidungsstück aus Wolle, jeder, der stricken, häkeln kann, wie auch immer, der weiß, was da für eine Arbeit drin steckt. Und das ist halt auch die Arbeit, die jetzt in diese Beziehung investiert werden darf. Und deswegen auch der Hinweis hier wahrscheinlich nochmal mit der 9, mit dem Eremiten, auch wieder eine Abschlussenergie, ne? Und zum anderen eben auch der Hinweis, Selbstfindung, Wahrheit, Klarheit finden, bleibt analytisch, bleibt kritisch, aber seid auch euch selbst loyal gegenüber. Verschwendet, wie gesagt, keine Energien in alte Kämpfe, sondern fangt an, sie dann in der Beziehung peu à peu loszulassen. Ihr lieben Liebenden. Ja, und das jetzt zur Neumond-Energie. Eine sehr schöne Energie, wie ich finde. Egal, ob du jetzt in eine neue Beziehung reingehst oder einen neuen Job reingehst. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Lasst mir gerne ein Abo da. Ja, ihr Lieben, und wir sehen uns dann heute Nachmittag nochmal wieder zur Wochenbotschaft und heute Abend auch noch zur neuen Tagesenergie für den Montag. Ihr Lieben, ich sage Dankeschön erstmal an dieser Stelle und bis später. Lasst es euch gut gehen.